Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, bei 7 Days to Die, The Survival Horde Crafting Game. Mit Facecam hier, mit dem lieben UFO-Mann. Und wir befinden uns in der Alpha 14.5. Ja, ich dachte mir, da kam auch ein paar Zuschauer haben gesagt, die wollen mal wieder was mit Survival sehen. Eigentlich war Rust ja auch sehr gefragt, aber ihr wisst ja, bei Rust ist ja mein Problem, da kann man halt nicht so richtig abspeichern und die anderen Spieler machen einem immer alles kaputt. Ich hatte den 7 Days to Die, die letzte Runde, die ich gespielt habe, waren ein paar Folgen, waren in der Alpha 12.5 und heute spielen wir mal in der Alpha 14.5. Ich fange wieder von vorne an, ich habe schon ein paar Tests gemacht, deshalb sind wir da schon bei 7 Uhr noch was. Aber wir fangen ganz von vorne an. Es kann sein, dass es manchmal poppt, weil ich habe diesen bescheuerten Popschutz jetzt weggemacht. Ihr könnt euch gar nicht glauben, wie dieser Popschutz mir auf die Nerven geht. Dann poppt es halt mal. Ich bin ja noch dran mit Podcaster-Mikrofon. Da ich mir ja bestellt, zieht sich ja alles in die Länge. Wenn ihr meinen Vlog gesehen habt, dann wisst ihr ja, worum es geht. Und da brauche ich dann auch keinen Popschutz mehr. Man könnte hier natürlich auch eine Socke jetzt rüberziehen. Aber ist egal, Leute. Wenn es jetzt poppt, dann poppt's. Tut mir leid. Und wir fangen mal gleich an. Ich habe diesmal die Nevis-Gain-Karte genommen. Die soll wohl jetzt sehr groß geworden sein. Können wir mal wieder ausprobieren. Also keine Random-Generated-Karte, sondern die Nevis-Gain-Karte. Wir spielen im Survival. Ich spiele also nicht auf ganz leicht, sondern als Adventurer. Die Zombies, die rennen nicht. Die Aggression der Enemies ist normal. Können wir die noch leichter stellen? Nö, normal. Okay, normal ist okay. Und wir starten mal und gucken mal, wo wir landen. Jo, diese Woche wird uns mal 7 Days to Die ein bisschen begleiten mit Facecam. Ich bin ja hier noch am Rumprobieren mit dem X-Split-Programm. So, mal kurz warten. Ich denke mal mit den ganzen Lautstärken und so, das schaut jetzt alles einigermaßen hin. Müsste mir meinen Timer noch anmachen. So, Timer läuft. Und da sind wir in der Wüste mit nichts. Wir haben nichts außer unsere nackte Haut und hier so einen komischen Bart. Wahrscheinlich irgendwie ein Standardcharakter. Man kann auch jetzt mehrere Charaktere sich aussuchen. Aber wir nehmen einfach den, weil im Endeffekt ist mir das eigentlich total schnulli, wie ich hier aussehe. Und wir gucken mal, dass wir jetzt irgendwie ganz schnell, was machen wir jetzt? Wir müssen uns jetzt mal ganz schnell eine... Ah, okay, da gibt es jetzt so eine Art Einsteiger-Tutorial, sehe ich da gerade oben rechts. Ich soll als erstes eine Stone Axe craften. Oh, was haben wir denn hier? Ja, will ich alles haben. Muss ich R drücken, okay. Muss mich jetzt erstmal wieder ein bisschen eingewöhnen. So, jetzt hier ein bisschen hängen geblieben. Oh, da haben wir auch gleich ein Haus. Das wäre doch eigentlich ideal als erstes Lager. Was sollen wir noch machen? Plant Fiber, okay. Plant Fiber haben wir. Brauchen wir noch Small Stone. Aua. Aloe Vera nehme ich mit. Das könnte ich ja auch noch mal durchsuchen hier. Oh ja. Okay. Hier haben wir noch Holz. Ich brauche zwei kleine Steine. Ich hoffe mal, dass hier jetzt noch keine Zombies sind. Ich hoffe mal, dass man am Anfang hier so ein bisschen... Oh, das könnte ich auch gut gebrauchen hier für Pfeile. Die kurzen Federn sind sehr geil. Hier haben wir schon mal ein kleines Steinchen. Och ja, die Zombies. So, mal gucken. Da haben wir noch ein Nest. Ist das dasselbe Nest, was ich eben schon mal hatte? Empty, okay. Empty Bird Nest. Oh, jetzt haben wir schon mal richtig viele Federn, aber wir brauchen noch einen Stein. Ah ne, wir können jetzt schon eine Stone Axe craften. Oh, ich muss ja hier meinen Arm so verbiegen. Warte mal, ich muss mal die Tastatur ein bisschen weiter hier rüber nehmen. Guck mal kurz in meinem Kontrollmonitor. Okay, alles klar. Wir craften jetzt eine Steinaxt. Okay. So, hat er jetzt noch eine Aufgabe für mich? Erstmal nicht, wa?
Doch, hat er. Ach du Scheiße. Wo ist meine Axt hin? Wo ist meine Axt? Ich hab die doch nicht weggeschmissen. Verarsch mich doch nicht. Sag mal, ich hab die doch nicht weggeschmissen eben, oder? Die müsste doch dann hier noch irgendwo rumliegen. Hab ich aus Versehen... Ach, ich hab Q gedrückt. Ach du Scheiße. Da liegt sie. Mann. Muss man aber auch wirklich... Habe ich aus Versehen Q gedrückt. So, was soll man jetzt machen? Drück jetzt mal. Plant Fivers 35. Warum? Ich soll mir... Was ist das Wichtigste hier? Klamotten machen? In der Zeit kommen da schon die Monster, Leute. Wisst ihr was? Ich mache das jetzt mal nicht, was da steht in der Anweisung. Sondern ich guck mal, dass ich mich für die Nacht schon mal so ein bisschen vorbereite hier. Indem ich so ein bisschen Holz farme. Damit wir uns hier in dem Haus verstecken können. Ich will da sowieso mal reingucken. Na, das Wetter sieht ganz gut aus. Bis jetzt haben wir hier noch unsere Ruhe. Auf die Map brauche ich jetzt nicht gucken. Eben komische Geräusche hört. Okay. Oh, okay. Oh, es ist offen. Das ist schon mal sehr schön. Ach du meine Güte. So richtig sicher bin ich hier aber auch nicht, wa? Ist ein Keller? Nö. Ach du Kacke. Ein Kühlschrank, der noch funktioniert. Ist da was drin? Ist leer, aber ist nicht schlecht so für einen Anfang, oder? Hier haben wir noch ein kleines Feuerchen. Ein Bett ist auch da. Ein Bett ist auch da. Können wir das eigentlich einsammeln? Na, lassen wir mal. Was ist hier drin? Oh, zwei Wassergläser. Ist nicht viel schick. Ah, ob das nur so cool ist hier, um die Nacht hier zu verbringen? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob sie das jetzt wirklich so gemacht haben, dass man hier normalerweise hat man doch ja keine Zeit. Ja, ich soll mir jetzt die ganzen Klamotten machen. In der Zeit kommen noch schon die Zombies und bringen mich um. Naja, gucken wir mal. So, wir sollen jetzt jedenfalls ganz viel Fiber, Plant Fiber. Machen wir mal. Dann machen wir uns Klamotten, wenn die das wollen. Das geht ja eigentlich ruckzuck, wa? Dachte ich mir so. Ich hoffe, das gefällt euch mit Facecam. Könnt ihr ja mal was schreiben. Wenn euch das gefällt. So, wir brauchen 35 Blendfiber. Geht ja eigentlich ganz gut hier. Bum, 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 bum. Ich habe keine Ahnung, was hier neu ist und was nicht und so weiter. Das ist mir eigentlich auch total schnulli. Also, wir haben hier ein bisschen Spaß. So, jetzt noch Ehen. So, jetzt haben wir 35. Jetzt soll ich eine Hose machen. Das sehen wir ja noch. So, wir sollen jetzt machen. Klamotten. Wir sollen machen einmal Plant Fiber Pants. Das ist vielleicht auch ganz hilfreich, so was, wa? Ein Plant Fiber Shirt. Plant Fiber Hood. Was ist denn ein Hood? Ein Hut? Ach, so was, okay. Und Plant Fiber Shoes. Machen wir auch. Und Plant Fiber Gloves. Gloves. Kann ich nicht machen, warum? Gloves. Sehr schön. Gut, jetzt werden wir dann gleich mal alles anziehen. Schuhe, Hosen. So. Ja, muss immer ein bisschen warten, bis das hier angeheftet ist. Da muss ich mich erstmal noch gewöhnen dran. Schön. Das ist vielleicht ja nicht so schlecht, so eine kleine Anfangs... Cool. Das sieht ja schon mal cool aus, oder? So, jetzt haben wir Klamotten. Kommt bestimmt gleich die nächste Aufgabe. Ein Wurden-Club soll man machen. Gelter Wurt. Machen wir doch einfach. Wir machen einfach das Tutorial. Mal das neue hier. Kannte ich noch ja nicht. Vielleicht ist es ja cool. Wurden-Club. Dann haben wir nämlich gleich eine Waffe.
wird bestimmt ja nicht so dumm sein. So. Jetzt haben wir einen Bogen und jetzt brauchen wir Plantfiber, schmale Steine. Federn haben wir ja ohne Ende. Plantfiber. Gucken wir uns mal ein bisschen was. Das ist ja nicht so schlecht, dieses Tutorial, muss ich ja mal sagen. So bis jetzt. Ein bisschen Zeit haben wir ja auch noch. 11:07 Uhr. So, jetzt brauchen wir Steine. Steine sind hier irgendwie schwer zu finden in der Gegend. Es sei denn, wir zerkloppen einen Stein. Könnte man natürlich auch machen, aber ist nicht unbedingt notwendig, wa? Hier ist auch noch, also hier sind ja noch Steine, mehr als hier noch Steine. Ich brauche aber ganz viele Steine. Wooden Bow Craft. Ich brauche ganz viele Steine. Gucken, was er als nächstes sagt. Wo ist der Bow? Wo ist der Bow? Hier. Jetzt sollen wir noch ein paar Pfeile machen. 4 können wir machen. Ich nehme mal an, dass uns da Steine fehlen. Wir brauchen mehr Steine. Start Base. Gather Wood. Craft Wood Frame. Upgrade Wood Frame. Machen wir da gleich. Oh, da kriegen wir Eisenschrott raus. Das ist ja cool. Wir werden gleich mal die Axt reparieren. Mal gucken, wie lange die noch hält. Ob wir den ganzen Klotz hier noch schaffen. Schaffen wir noch so. Wenn wir mal die Axt reparieren. Klappt doch wunderbar. Klappt doch wunderbar. So. Jetzt möchte ich noch mehr Pfeile haben. 22 sind cool. Dauert eine Weile. So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Holz. Wir sollen jetzt eine Base bauen. Aus Woodframe. Jo, willkommen in der Alpha 14.5. Bis jetzt läuft es ganz gut, aber wir wissen ja aus vergangenen Folgen, dass die Zombies, vielleicht ist es ja jetzt ein bisschen, vielleicht erleichtern sie mir jetzt ja hier ein bisschen. Ach, 60 Stück soll ich machen. Und soll 3 Woodframes machen, die soll ich dann placen und dann soll ich die upgraden. Und das soll dann meine Base sein. Wollt ihr mich veralbern? Cobblestone Frame brauche ich nicht, ich brauche Woodframe. Woodframe. Woodframe hier. 13 Stück. Ist egal, mach mal 13 Woodframes. Wir gucken mal in der Zeit. Sollen wir uns vielleicht noch ein bisschen mehr. Bis jetzt sind ja noch keine Zombies in der Nähe. Das ist vielleicht auch ganz clever, wenn ich hier erstmal bleibe. Wenn wir hier dieses Haus irgendwie ein bisschen ausbauen oder so. Am besten wäre wahrscheinlich, wenn ich mich da irgendwie hochbaue. Ich weiß es noch nicht. Aloe Vera ist natürlich auch immer sehr gut. Aber ich denke mal, wird uns die Woche begleiten. Das Let's Play hier mit 7 Days to Die. Könnt ihr ja mal gucken. Ich weiß noch nicht genau, ob ich das schaffe, noch Minecraft aufzunehmen. Ich weiß zurzeit sowieso nicht so richtig, was so abgeht. So, was liegt denn hier? Ein Sportbeutel? Was ist denn in einem Sportbeutel drin? Oh, schlecht. Ein rotes T-Shirt war da drin. So, jetzt soll ich die Woodframes placen. Vielleicht lassen die uns ja am Anfang auch echt Ruhe jetzt in dem neuen Modus. In Ruhe. So. Woodframes placen. Machen wir uns da gleich so ein...
Machen wir uns da gleich. Hier ist ja noch ein Vogelnest. Mann, sind hier viele Ressourcen. Machen wir uns da gleich so ein. Von innen nach oben? Von innen nach oben oder von außen nach oben? Ich glaube von außen nach oben, oder? Ich habe doch jetzt schon ein paar Woodframes, ja? 13 Stück. Achso, und ich soll die dann auch noch verstärken. Verstärken ist doof, oder? Mal wegkicken. Ich mache jetzt mal unabhängig von einer Leiter. Das war Ladder, wa? Ladder, so. Ich weiß nicht mehr, wie Leiter geschrieben wurde. Oder mit Doppel-E. Nee. Leiter, Leiter. Ein Feuer könnte ich natürlich auch noch machen, wa? Smallstone 8 und 10 habe ich. So, eine Leiter, eine Leiter, eine Leiter, eine Leiter. Ich brauche eine Leiter. Oder muss ich dafür erst den Blueprint noch finden? Ich weiß nicht mehr, wie Leiter geschrieben wird. Das ist ja blöd. Wie wurde denn Leiter auf Englisch geschrieben? L ist auf jeden Fall schon mal richtig. Woodframe. Ladder. Die Symbole sind auch so ein bisschen klein. Finde ich nicht. Oder war das hier bei Resources? Nee. Moped-Teile, cool. Tools? Also Woodspikes sind bei Tools dabei. Oh, TNT, cool. Hat man jetzt neuerdings wieder alle Rezepte von Anfang an, oder was? Nee, ein Ofen war noch nicht dabei, wa? Forge. Doch, Forge ist auch schon bei. Na, das ist ja mal geil. Das finde ich ja gut. Basics. Ist eine Leiter dabei bei Basics? Nicht wirklich, wa? Eine Secure Wood Door könnten wir uns mal machen. Und, ja, dann würde ich mal sagen, wie machen wir das jetzt am besten? Also ich will auf jeden Fall dann hier einziehen. Dann machen wir das so, dass wir hier... Mal hier. Wir sollen ja... Na? So ist die Leiter... Oh, ich habe gar keine Musik, fällt mir gerade auf. Gab es hier eigentlich in den Optionen, gab es da Musik? Ich kann mich ja nicht mehr erinnern. Ich habe die ja seit 30 Jahren schon ausgemacht, wa? Hier, guck mal. Ein bisschen Musik. Ich weiß ja nicht, ob da welche kommt. So, die Tür, die will ich eigentlich abmachen, wegmachen. Und dann mache ich mir da eine Sicherheitstür hin. Inwiefern die dann auch wirklich sicher ist, ist eine andere Frage. So, eine Fackel haben wir auch schon, das ist sehr schön. So, und dann machen wir uns hier eine Tür hin. Zack. Sehr schön. Und die Frames, die setzen wir mal hier hin. Vor den Kühlschrank ist doof. Da müssen wir mal rausgehen und machen das hier vor die Tür am besten. So. Damit wir dann noch die Aufgabe erfüllt haben. So. Ich habe sogar schon Eisen. Ich könnte die sogar noch mit Eisen verstärken, wenn ich es denn wollte. 3 Frames soll ich machen. 3 verstärkte. Das soll dann die Grundlage von meiner Base sein. Guck mal ihn an. So. So, jetzt haben wir das erfüllt. Bedroll. 12 von 20. Okay, eine Bedroll, kein Problem, machen wir. Aus 3 Dingern hat man schon die erste Base. Ist ja interessant. So, jetzt craft the battle. Das ist echt cool gemacht. Ist irgendwie alles ein bisschen einfacher, als es früher mal war.
Haben wir gleich eine Bedroll, das ist sehr schick. Wir könnten auch noch ein bisschen Scrap Metal gebrauchen. Rezepte, Iron. Ah, okay. Ah, Metallbuchstaben. Oh, nicht schlecht. Oder was ist denn hier mit Werkzeug? Warte mal, hier, guck mal, wo ist denn das hier? Der Clawhammer. Hier die Wrench. Forged Iron habe ich aber nicht. Warte mal, kann ich denn hier überhaupt noch mit... Ah, okay, das geht noch, gut. So, jetzt müssen wir einen Schlafsack haben, das ist sehr geil. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Holz, dann können wir nämlich die Base noch ein bisschen weiter ausbauen. Das ist doch schon mal sehr geil. Den Schlafsack werden wir mal platzieren. Am liebsten würde ich mir ja irgendwie so ein Podest... Guck mal da oben. Warte mal, ich mach mal hier. Jetzt werde ich das so machen. So. 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 Und so. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Warte mal, wie komme ich... Warte mal, ich komme hoch, indem ich... Ups, sorry. Ich komme hier hoch, indem ich... Hochstrecke springe und mich hochstecke, wa? So. Dann bauen wir hier ein Frame rein. Hier ein Frame rein. Die fallen noch hoffentlich nicht runter. Und da könnten wir dann den Schlafsack vorausgesetzt, das Ding fällt nicht runter. Ne, der soll wieder weg. Der soll wieder weg und dann soll hier innen ran, genau. So, dann nehmen wir nochmal schnell runter. Okay. Und damit die, der ganze Mist hier nicht runterfällt, müssten wir den nochmal ein bisschen abstützen. Jetzt habe ich das eingesammelt. Ich weiß nicht, weil wie richtig das jetzt ist, was ich hier mache. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Holz. Achso. Warte mal, ich werde mal den Schlafsack mal vorsichtshalber hier unten platzieren erstmal. Und gucken, dass wir noch mehr Holz uns holen. Aber die Folge ist jetzt erstmal vorbei. Wir werden morgen sehen, wie es weitergeht. Bis jetzt finde ich es richtig gut. Ist natürlich die Frage, wenn die Monster dann kommen, wie es dann abgeht. Okay, tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Folge.